Willkommen, Freunde, hier zurück bei Pokémon Rot. Wir haben in der letzten Folge die Nuggetbrücke abgeschlossen und sind dann bei Bill einmal vorbei. Und er hat uns ein Ticket für die MSN gegeben und ja, sind bei diesen Pärchen hier stehen geblieben. Genau. Okay, ich habe mein Pokémon schon hochgetauscht. Das hatte ich schon im letzten Part erledigt, dass ich das ja nicht vergesse. Denn Ray ist jetzt dran, ein bisschen gelevelt zu werden. Okay, ich habe mir gerade so ein paar Gedanken gemacht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und ja, nächste Arena wird ein wenig problematisch, denn ich will auf Schaufler bei Shilock erstmal verzichten. Genauso wie, ja, haben wir gleichzeitig noch mich, also als Tauboga. Das ist auch ein bisschen vom Nachteil in der nächsten Arena. Das heißt also, Ellie muss die nächste Arena im Alleingang bezwingen. Da sollte sie zumindest im Alleingang bezwingen, damit wir nicht weiter Probleme kriegen sollten. So, und damit ist Shiggy down. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir hängen vom Level her ein wenig nach. Kann auch nur so ein Gefühl sein, wartet mal. Ich will mal ganz kurz das nachgucken. Ja, okay, dann gibt's es. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass man Kopfhörer hier einstellen kann, damit man Stereo-Sound hat. Aber ich glaube, entweder war es bei der gelben erst oder sogar erst bei Silbergold. Aber ich wollte mich gerade nur vergewissern, ob es nicht doch der Fall war, dass es hier schon gab. So. Trotzdem bräuchte ich mal was Besseres aus Windstoß und Ruckzuckhieb in meinem Movepool. Das wäre so ganz schön irgendwie. Oh, der Hyperzahn. Ist an sich schon massive Attacke für das Level. Ja, ich möchte wechseln. Ellie, übernehmen mal bitte. Hyperzahn ist echt da. Für die Stufe relativ stark, muss man ehrlich sagen. Egal, zack. Einmal über Pikachus Gesicht gefegt. Passiert halt, wenn man die Faust über beide Backen zieht, dann ist er paralysiert. Ich heile mich ein bisschen hoch. Denn jetzt kommt ein Typi, zumindest in der gelben hatte ich das in Erinnerung, hat der ein Smetbo. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier auch ein Smetbo hat, weil die Trainer sind ja ein wenig verschieden, was die Edition angeht. Ich habe ein bisschen mehr die gelbe im Kopf als rot und blau. Aber das Smetbo ist noch richtig in Erinnerung geblieben. Autsch. Konfusion ist zwar kein Step-Move, aber trotzdem macht das gut Schaden. Und hat leider eine Quote, die mir nicht gefallen mag, nämlich das mit dem Verwirren. Ach, guten Morgen. Dankeschön für den schönen Morgen. Das Gift tut dir natürlich besonders gut. Oh Gott. Was will ich mit Wirbelwind? Ich muss echt mal gucken, wenn er den Tauboga in dem Spiel Flügelschlag lernt. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich Lavandier erreicht habe, werde ich so schnell nach links durchsausen, damit ich mir erst einmal die TM Fliegen holen kann. Damit ich ein bisschen stärkere Moves zur Verfügung habe. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Du hast mich angesprochen. Wir wollen mal keine Tatsachen verdrehen. Pfadfinderin. Ein Taubsi. Guck mal, ich hab einen Tauboga. So, okay. Wirbelwind ist leider nutzlos im Kämpfen. Wir können hier keinen rausschicken, um ihn neu einwechseln zu lassen. Das funktioniert hier noch nicht. Noch ein Taubsühn. Wir haben leider einen Genauigkeitsdrop, der uns sofort spüren lässt, dass wir scheiße sind. Ach. Hier, ich kack dich jetzt auch mal an. Mist.
Denn wenn ich es mache, geht es natürlich nicht. So, Sherlock, übernimm mal. Ach, Mann. So, jetzt aber. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, Sherlock, reicht Level 22. Weiter, Saufe, du bleibst drin. Du hast eben gerade das eine weggekrittet. Dann darfst du auch das hier zerstören. Ich sehe, in dem Spiel momentan sind meine größten Feinde Gift und Sandwirbel. Momentan, ja. Gegen das eine kann ich mich rüsten. Und das andere ist halt nervig, weil wir dann auswechseln müssen. So, ein weiterer Pfadfinder mit Habitak. Oh, Habitak. Gewissermaßen mag ich dich halt in der ersten Generation mehr, weil du den Bohrschnabel auf dem Kasten hast. Okay, an sich gemein, mag ich Habitak mehr. Und weil zum Beispiel Furienschlag schon kann. Und wir uns hier immer noch mit Windstoß und dem Schnucksel hier belagen müssen. Aber gut. Ein Radikal. Ich wechsle mal lieber aus. Denn Tauboga. Okay, es ist zwar nicht vom Level her hoch, aber Tauboga wird mindestens zwei Schläge brauchen. Und wenn es auch Hyperzahn schon im Movepool hat, dann könnte es natürlich schmerzhaft werden. Deswegen lieber mal safe gehen. Und Pfund. So. Die Frage, die ich mir gerade stelle, soll ich mir denn erstens das Fahrrad hier in dem Spiel holen erstmal oder es lassen? Ach, die Musik. Ich hatte ja gar nicht mehr in Erinnerung, wie die klang. Warte mal, was war hier in dem Haus? Ach, der uns die Angel gibt. Warte mal, stimmt. Er gibt mir mal den Angel. Wir können damit eh nur Karpados angeln, aber gut. Darauf habe ich es ja nicht abgesehen. Ich möchte eigentlich nur die Angel haben. Der Vollständigkeitshalber. So. Dun, 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 dun. Eigentlich wollte ich hier hin. So, dann legen wir mal ein paar Items ab, damit wir hier mal wieder ein bisschen Platz haben. Den Nugget brauchen wir erstmal nicht. Nein, den Pokebälle wollte ich nicht ablegen. Na, die TMs brauchen wir erstmal nicht. Oh, schon wieder durchgetriggert. So. Das Boot-Ticket brauchen wir ja gleich noch. Dann kann man das ablegen. Ja, es ist Schwachsinn, alles jetzt hier im Inventar zu behalten, weil wenn es voll ist, dann ärgern wir uns nur, wenn wir die Items nicht aufnehmen können. Das habe ich dauerhaft als kleines Kind gehabt, dieses Problem. Ja, ich habe meine Items nicht abgelegt, ich habe die alle behalten. Und dann, wenn neue gekommen sind, habe ich alte weggeschmissen, die ich nicht mehr brauche. Und hatte dann dementsprechend Probleme. Obwohl mein Pokémon 10 Level überlevelt war. So. Falsches Haus. So. Ich bin der Fortsetzende des Pokémon-Fan-Clubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Glückwunsch. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Na klar. Sehr schön. Dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa, warum auch immer. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Dankeschön.
Damit erhältst du ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitag fliegen. Jo, danke. Ich hol's trotzdem nicht, jetzt noch nicht ab. Vielleicht hol ich später. So, okay. Das heißt, Schneider bräuchten wir, um da weiterzukommen. Aber erstmal gehe ich kurz in den Shop rein. Muss eine Kleinigkeit erledigen. Hier kann man nur Supertränke kaufen. Kaufe das mal nur einen. Aber was ich... Nein. Man kann... Nein. Bitte nicht. Man kann keine Gegenhilfe kaufen. So. Ich kaufe mir mal 3 Schutz. So. Stimmt ja, hier rechts habe ich nur eine Route zum Trainieren. Aber wisst ihr was? Ich heb die mir auf. Weil wenn ich ein Pokémon nachtrainieren möchte, was vom Level her niedriger ist, bietet sich eine Route mit Trainer doch ideal an. Ja, ich habe das Bo-Ticket natürlich. Dankeschön, Dankeschön. Also nebenbei, was dieses Bootchen hier angeht. Wenn man mit einem Glitch schafft, das Boot nicht zum Abfahren zu bewegen, kann man nach rechts hier surfen und da befindet sich ein Lastwagen. Diesen Glitch werde ich aber nicht anwenden, weil er keinerlei Nutzen hat. So, der Glitch ist eigentlich relativ einfach. Man muss sich eigentlich nur einen Trainer hier übrig lassen, mit dem man kämpft. Zum Beispiel den hier. Besiegt seinen Rivalen, geht raus, geht wieder rein. Also geht raus, legt seine guten Pokémon ab quasi. Ja, beispielsweise nimmt man jetzt hier nur ein Paras mit. Holt sich die die vor allem Zerschneider. Und Koetan hier zu dem Trainer, lässt sich besiegen und das Boot fährt nicht ab. Das ist die ganz einfache Geschichte. Wenn man dann später wieder drauf geht, auf das Schiff, kann man, solange man nicht das Schiff betreten hat, fährt es nicht ab. Also wenn man das Schiff betritt und dann wieder verlässt, dann wird das erst abfahren. Außer natürlich, man geht wieder so von Bord, wie man beim letzten Mal von Bord gegangen ist, indem man sich besiegen lässt. Aber wie gesagt, wenn man das so macht, kann man halt da vor dem Schiff halt nach rechts und links surfen. Links befindet sich gar nichts, rechts befindet sich ein... quasi ein LKW. Der aber keinerlei Nutzen hat. Wo sich damals so Geschichten erzählt wurden, dass da Mew drunter ist oder... Ja, aber... Nein. Egal was man macht, man kann diesen Lastwagen nicht bewegen. Für die, die immer noch an den Mewtwo glauben. Ist ja nicht mal gedacht von den Spieleentwicklern, dass man da überhaupt hinkommt. Oder vielleicht doch. Ich glaube aber eher nicht. Vielleicht war es später mal der Fall, oder früher mal der Fall, dass sie gedacht haben, er kam da hin und deswegen haben sie einen Lastwagen hingesetzt. Aber ich glaube nicht, dass es insgesamt von den Spielentwicklern gedacht war, dass man da hinkommt. So. Ruckzucki. Kaboom. Ah, der Blubber. Ja, ich muss nach dem Kampf definitiv mal einen Pott reinschmeißen. Ein Trank natürlich. Um Toboga ein wenig aufzufrischen. Matrosen neigen zu Wasserkampf und Elektro-Pokémon. Ich wechsle hier trotzdem mal aus. Ellie hält sich mal zurück erstmal. Wenn wir vorher Level 24 mit allen erreichen, dann ist das was anderes, aber jetzt erstmal nicht. Erstmal Rundenschlag. Schuss hat eine hohe Verteidigung, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und es kann Panzerschutz, das darf ich auch nicht vergessen. Oh Gott, das Tackle-Duell der Giganten. Wer tackelt hier Tackle-Tackeliger? Oh. Shinnok hat gemisst.
Das war zu heftig getackelt. Autsch, 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 autsch. So. Ach, endlich down. Tentara. Ich bleib erstmal so. Ich muss mir gerade mal den Tentara-Sprite genauer angucken. Okay, Tatsache, die zwei Tentakel, die er hat, sind nach oben gerichtet. Ich hatte damals immer im Hinterkopf, dass der überhaupt keiner hat. Aber nein, die sind nach oben gerichtet, jetzt wo ich mir den Sprite mal ein bisschen näher angeguckt habe. Gott. Volltreffer. Du hast 3 Schaden mit einem Volltreffer gemacht. Du machst jetzt 3 Schaden ohne Volltreffer. Really? Ja, ja, Spiel. Ich hab's gecheckt. Wickle ist eine schöne Attacke. Bäh. Die Verteidigung sinkt. Das ist sehr bitter bei Säure eigentlich. Macht Schaden und sinkt gleichzeitig die Verteidigung. So, trotzdem müssen wir jetzt mal gucken, dass wir ein paar Pots reinschmeißen. Ich habe noch 2 normale Tränke. Zack. Verarzten wir erstmal mich. So. Na komm. Der nächste. Der nächste Seemann hier. Möchte kämpfen, der Matrose. Ach Gott. Oh fuck, das Level ist aber ganz schön hoch. Na gut. Ich glaube, nach dem Flur muss ich mich eh nochmal zurückziehen. Volltreffer. Klatsch. Nein, 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 nicht verwirren. Das machen wir, fangen wir erst gerne an, ja? Sonst komme ich mit Sandwirbel. Belegt das. Ja? Wenn du mich verwirrst, setze ich Sandwirbel ein. Hast du keine Freunde mehr in deinem ganzen Leben. Du hast es nicht anders gewollt, ja? Du hast es nicht anders gewollt. Hier! Bar! Jetzt hast du keine Freude mehr an deinem Leben. Bar. Ray ist verwirrt. Ray verfehlt mit Ruckzuck, obwohl es 100% Genauigkeit hat. Ich bin verwirrt. Ich bin doof. Hallo. Ist nicht verwirrt. Achso, jetzt darf ich wieder normal sein. Es ist besiegt. Na gut, dann gehen wir mal raus hier. Ich habe leider keinerlei schwachen Heil-Items mehr. Ich habe jetzt ja nur noch einen Supertrank. Wie viele Gangtüren sind hier noch? Okay, 3 Stück. Ich riskiere mal einen kurzen Blick in die 3. So. Ich kämpfe noch gegen die. Okay, nochmal eine Matrose. Ich will nur kurz wissen, was ist hier. Okay, es sind alles Türen, wo man kämpfen tut. Na gut. Na okay, ich mach den Matrosen jetzt erstmal noch. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Wo bin ich denn aufgedreht? Ich laufe nur durch, will mir ein paar Items abgreifen. Vor allem, wenn ich bedenke, wir gehen eigentlich ja in deren Zimmer rein, gehen hin, nehmen uns einfach das Item und hauen wieder ab. So ein bisschen Diebstahl. Der Ehrenwerte rot. Wenn wir uns jetzt mal genau die History angucken. Geht auf ein Boot, klaut alles runter. Kein Wunder, dass er nicht mitfahren darf am Ende. Was ja das Tragische letzten Endes ja ist, dass dieses Boot hier ja sinkt. Das Boot sinkt, deswegen kehrt das nie wieder in diesem Hafen zurück. Man hat sich auch mal, oder mein Kumpel damals, als wir noch klein waren und so, hat mir erzählt, dass wenn man die Spielstunden von der maximalen Zeit, also 999 glaube ich ist es, erreicht, dass das Schiff wiederkommt.
man dann Mew fangen kann. Nein. Nein, ist nicht der Fall. Er hat das extra gemacht. Er hat es geglaubt und hat dann sein Gameboy Tag und Nacht angelassen. Quasi um diese Spielzeit zu bekommen. Komm schon, Shilock. Einfach platt machen. Einfach drauf tackeln, ja? Diese Duelle. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch eine normale Attacke kriege. Damit ich mit Shilock auch besser Wasser-Pokémon legen kann. Abgesehen von Tackle. Level 23. Na gut, Freunde. Ich verarzte mich selbst mal eben kurz. So, dann machen wir jetzt noch den Gang. Aber erst in der nächsten Folge. Und ja, dann muss ich mich, glaube ich, erstmal heilen und auffrischen gehen. Aber alles erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns. Bis dahin.